Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Part zu Let's Play Max Payne 3. Maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Okay, also keine Ahnung, was hier vor sich geht. Auf jeden Fall ist der Victor mit drin, also einer der Broncos. Der hat wahrscheinlich seine Brüder umbringen lassen oder dafür gesorgt, dass sie sterben. Tja, weil er natürlich dreimal dürfte raten, auf Geld scharf gewesen ist. Gab es da in der Ecke irgendetwas? Hier gibt es mal wieder viele Sachen einzusammeln und... Ja, und ich kann meine Finger einfach davon nicht lassen. Manch einer geht hier einfach durch dem Spiel, also durch. Oh, oh. Und das Silva hat uns doch mal gebeten, dass wir uns mal hier ein bisschen umsehen. Hier kommen eine Menge Leute rein unter Wachschutz. Aber keiner kommt hier raus. Also, was zur Hölle ist hier los? Das sollen wir doch bitteschön untersuchen. So, sind die weg? Ich glaube ja. Und Max hat sich irgendwie so eine... aus so einer Plastikflasche irgendwie... einen Schalldämpfer gebastelt. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Okay, was hier ist... Was war das? Ware untersuchen. Hm. Okay, da hätten wir schon mal einen Hinweis. Sieh an, da ist eine Bahre und das war ein Hinweis. Ja, so kann es gehen. Okay. Hier müsste es doch ein paar Waffen geben oder so. Nein, aber ein Painkiller hier. In diesem verstaubten Regal. Hm, was war das? Kiste untersuchen. Was there anything they didn't have a grubby hand in? A few days earlier, I'd have called it a coincidence. But I'd written off too many of those already. Ja, definitiv. Also, die Yuffie ist hier mit an Bord. Das passiert alles auf ihren Mist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Geht's hier? Nein, da geht's weiter. Na, willst du mal aufgehen? Nö, scheiße, jetzt haben wir gar keine Munition mehr. Hm. Gab's denn hier irgendetwas? Ich glaube nicht. Na egal, dann gehen wir mal hier durch. Und ich, Idiot, hab meine ganze, also meine ganze Munition dort verballert. Beinahe. Natürlich. Jetzt fallen wir überhaupt gar nicht auf, wenn wir hochfahren mit der, mit dem Fahrstuhl hier. Okay. Meine Güte, dieses Flimmern der Kamera. Also wenn man epileptisch irgendwie paar epileptische Anfälle hat. Okay, die müssen wir jetzt killen. Oh, oh. So. Ach, verdammt. Wie haben Sie das gehört sofort, Alter? Komm. Vielleicht war mein selbstgebastelter Schalldämpfer doch nicht so gut. Wo bist du? Ja, lauf schön in mein Lauffeuer. Oh oh, keine Munition mehr. Hey, und die ist auch golden. Was ist denn das für eine Waffe? Keine Ahnung. So, was gibt's hier sonst noch? Hier in dieser Drecksbrühe was vielleicht? Ja, genau, da greife ich jetzt auch rein, Max. Na gut, was macht man nicht? Ach, da ist die goldene Waffe. Ich dachte schon, ist in der Schüssel drin, aber nee. Hm. Gibt's hier noch was? Nö, ich glaube nicht. So, der ist hinüber. Ist auch gut so. Okay, wo können sie rauskommen? Hier. Na komm.
Ja, jetzt quatsch nicht so viel. Kommt doch mal nicht raus. Nee, die wollen nicht. So. So, jetzt ist er auch hinüber. Aber der andere lässt sich lange auf sich warten. Komm, Kopf raus. Was war das zur Hölle? Meine Güte. So, uns geht die Munition hier aus. Ist er schon tot? Okay, was ist mit dem? Keine Ahnung. Das sind jetzt nur noch die Nerven. Der ist schon tot, aber zappelt ein bisschen rum. Von wo kommt denn dieses Licht her? Na komm, Kopf raus. Ach, komm schon, Mann. Muss ich dich etwa jagen? So, jetzt. Ach ja, ich brauche Munition, aber hier gibt es keine. Gehen wir mal hier so rum. Ach du verdammter Mieser. Du hast mich so erschreckt. Und du auch. Komm, schieß doch mal, verdammt. Das war knapp. Mal ein Painkiller rein. Das war meine Doofheit. Warum komme ich hier auch einfach so raus? So. Jetzt ist endlich mal ein bisschen Ruhe. Nö, nicht. Die schreien sich hier die Hälse raus. Gibt's hier irgendetwas? Nö, ich glaube nicht. Okay, ach hier. Dann drück mal den Knopf, Max. Jetzt geh doch mal durch. Was war denn das für ein Geräusch? So, der ist hinüber. So. Nope. Ach, verdammt. So. Bloß keine Munition verschwenden. Schönes Licht- und Schattenspiel. Definitiv. Alter, was hatte der denn für eine Knarre? Die sah aber geil aus. So eine würde ich auch. Ja, jetzt habe ich aber gar keine Painkiller. Tja, was machen wir? Springen wir hier runter? Ja, müssen wir anscheinend. Ist er tot? Ja, jetzt auf jeden Fall. So, dann klettern wir mal hier hoch. Was war denn das für eine schöne Waffe? Oh, die sah aber übel aus. Fotokopie untersuchen, welche denn? SOS's ID card. It was no great surprise he'd made their hit list, but to discover he was really Colombian. I wonder some locals seemed to laugh at his accent. What else had he lied to me about? Okay. Ja, der Passus hat uns über viele Sachen. De Silva and I had the same fan club. I knew enough and he knew too much. We'd both become targets. Okay, also der Passus war ein übler Lügner. So, stirb. Ach, verdammt. Ja, man kann auch so hinter Deckung ballern. Aber treffen tut man nicht so genau. Naja, obwohl, es geht. War da jetzt noch was oder war ich das mit der Explosion? Genau, den wollte ich hier nochmal kurz untersuchen.
Was hattest du denn für eine Waffe? Ach, das war die gleiche hier, die ich habe. Okay, von mir aus. Painkiller. If I thought about this too much, I'd never get through it. Was ist das hier? Ach, nur eine dreckige Höhle. Okay, dann gehen wir mal hoch. I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Okay. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Da sehe ich was Goldenes. Und das ist ein Speicherpunkt hier. Jupp. Ja, ja, die Sache fängt an hier zu stinken. Also nicht nur das Gebäude hier. Sondern die Sache an sich, ja, da kommt noch mal so eine kleine Zwischenszene, Zwischensequenz. Ufe, that deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the crush of Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. Da Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. Ach du meine Güte. I had to get those poor bastards out of there. Get them out of here. Go. Go. Los, raus. Was ist das für eine Absteige hier? Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Okay. Das war der hier, der Typ hier, der die Fabiana umgebracht hat. Whatever hell this was, Da Silva had sent me into. I knew I had to put an end to it. Ich glaube, das ist eine Organmafia oder sowas, kann das sein? I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Okay, Leute, da wären wir und da haben wir auch ein paar Painkiller und da sehe ich auch was Goldenes, aber ich muss hier doch wieder mal einen Cut machen. Also, hat's euch Spaß gemacht, so wie immer, abonnieren, kommentieren, liken, auf jeden Fall im nächsten Part wieder mit einschalten. Macht's gut und bis dann. Ciao.